Frau Wörner, inwiefern greift das Unternehmen Schenker auf satellitengestützte Dienste bereits zurück? Ja, wir brauchen satellitengestützte Dienste natürlich ganz stark für unsere Routenoptimierung, für unsere Lkw-Verkehre, um die Transporte nachverfolgen zu können. Also eine Echtzeitverfolgung der Lieferkette ist natürlich gerade eine große Kundenanforderung, die von allen Seiten auf uns zukommt. Es wird auch immer mehr ein Hygienefaktor im weiteren Sinne. Also die Kunden sind auch nicht bereit dafür zu zahlen. Sie erwarten einfach, dass sie in Echtzeit ihre Transporte verfolgen können. Und da arbeiten wir natürlich dran und da sind Navigationsdaten extrem wichtig für uns als Logistiker. Die sind auch wichtig fürs autonome Fahren. Wann wird es aus Ihrer Sicht autonomes Fahren geben? Also die ersten Schritte tun wir ja bereits. Wir widmen uns jetzt erstmal in der Vorstufe dem Thema Platooning. Das ist eine Kolonnenfahrt von LKWs. Da machen wir jetzt einen Piloten mit MAN Anfang des Jahres auf der A9 dazu, um erste Testversuche dort zu machen, die Auswirkungen auf Fahrer und das ganze System zu erproben. Damit rechnen wir in den nächsten 2-3 Jahren wirklich auch live gehen zu können. Am autonomen Fahren sind wir auch dran, also ein strategisches Projekt von Schenker. Und wir rechnen damit, dass das 2025 startend dann auch ein Thema sein wird für uns und im Einsatz sein wird für Schenker.